Train und Drive-By, schönen guten Morgen. Am Donnerstag, 20 vor 8 ist es mittlerweile. Und es kommt ja häufiger vor, dass sich zwei Brüder ums Erbe von ihren verstorbenen Eltern streiten. Doch in der neuesten Eigenproduktion vom Liechtensteiner Theater am Tag, das Erbgut, geht es nicht um Geld, nicht ums Haus oder um Schmuck. Stattdessen hinterlassen die Eltern einen autistischen Sohn. Und das Erbe, das macht den beiden Brüdern schwer zu arbeiten. Rebecca Tütschler war bei der Premiere gestern dabei. Die drückte Stimmung kommt auf und man wird nachdenklich. Das Erbgut ist keine Komödie, sondern eher schräg bis traurig. Trotzdem ist das Stück sehr unterhaltsam. Nicht zuletzt ist das Thema Erbstreit eins, das man in vielen Familien kennt. In diesem Stück geht es allerdings darum, dass die Eltern ihren beiden Söhnen ihre autistischen Brüder hinterlassen. Mark, Kartoffel, ich fasse die nicht. Ich mache mehr Spaß. Um ihn haben sich die Eltern bis zu ihrem Tod gekümmert. Der grosse Streitpunkt zwischen den beiden Brüdern ist, sollen wir selber auf den autistischen Brüder schauen oder ihn weggeben. Ein schwieriges Thema, aber das Premierenpublikum im ausverkauften Saal hat es bewegt. Mich hat die Rolle des Autisten am meisten berührt. Und er hat das auch sehr gut übergebracht. Ich kenne selber einen Autist und er hat das authentisch übergebracht. Also ich war beeindruckt von der geschlossenen Leistung, von der Requisiten über das Bühnenbild, über die schauspielerische Leistung bis zur Regie und zum Stück selber. Also es war extrem emotional und der Schluss hat mich eigentlich am meisten überrascht, irgendwo schockiert und gleich berührt. Also es ist emotional eine grosse Mischung dabei. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also ist natürlich nicht schön, aber berührend. Es ist halt hart, hart, starker Tabak. Es geht ins Herz. Stück regt zum Denken an. Nach der Vorstellung stehen die Leute bei einem Glas Rotwein im Foyer und diskutieren weiter. Auch beim Ensemble war man froh, dass die Premiere gut über die Bühne gegangen ist. Super gelaufen, ja. Wir sind alle total erleichtert und war gut, glaube ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer wieder da vor dem heimischen Publikum zu spielen. Für mich ist es immer wieder eine totale Freude, weil ich weiß, dass die Leute einfach sehr unterstützen in einem gewissen Sinn. Und das ist für mich immer wieder wirklich eine riesengroße Freude, da zu sein und hier zu spielen zu können. Absolut. Auch der Sebastian Frommel, der Regisseur vom Stück, ist mehr wie zufrieden. Ich glaube, die Premiere ist jetzt nicht so schwierig für mich als Autor und Regisseur. Und ich habe so den Schauspieler gesehen, ihr habt einen Bonus im Sinne, ihr müsst ihn erfüllen. Also schon natürlich hohen Druck, also die Erwartungen sind hoch, aber die Leute freuen sich, dass was passiert. Ich bin auf jeden Fall von meiner Seite her sehr zufrieden. Wer es jetzt selber wundernimmt, wie das mit dem Erbstreit um den autistischen Brüder ausgeht, der hat noch die Chance dazu, das live mitzuerleben. Bis Mitte Juni wird das Stück im Tag in Schaan noch 4 weitere Mal aufgeführt. Radio L. Klassiker. Mit der Ritter